Das Wetter hält. Wir können heute durchtanzen bis zum Verlust der Körperfunktion. Übrigens, wir haben ja heute einen alten Bekannten wieder getroffen, den Moderator und DJ Rainer Lutze. Wir haben eine gemeinsame, also ich habe mit ihm eine dunkle Vergangenheit. Wir haben uns mal in einem Darkroom kennengelernt. Und auf jeden Fall, wir haben uns lange nicht gesehen und er hat es vorhin schon mal gesagt, nächstes Wochenende steigt das dritte Firebirds Festival. Für alle diejenigen, die auf die 50er Jahre und richtigen Rock'n'Roll stehen, die laden wir herzlich dazu ein. Wir haben alte Autos am Start, wir haben viele Modelabels, die ihre Stände aufbauen. Es gibt sogar Modenschauen im Stil der 50er Jahre. Es gibt Styling-Workshops, wenn der ein oder andere Mann sagt, ich möchte gerne mal wissen, wie ich mit der Frisur von Marilyn Monroe wirklich aussehe. All das kann man dort machen. Es gibt eine Plattenbörse, es gibt Tanztrainings mit den großen Meistern und Weltmeistern, wie Boogie Swing und Lindy Hop, die machen auch Trainershows. Wer also tanzbegeistert ist, kann auch vorbeikommen. Das Beste sind aber über 20 Bands auf zwei Bühnen. Das Ganze im Schloss Trebsen, das ist gar nicht so weit weg. Abfahrt Grimma, links weg, 2 Minuten seid ihr da. Und in diesem herrlichen Ambiente haben wir viele tolle Musiker eingeladen. Und